Hi Leute, vielen Dank, dass ihr draufgeklickt habt und Bock habt auf unseren neuen FC Bayern Vlog. Bevor es jetzt hier gleich losgeht, wollten wir aber unbedingt noch was von wegschicken. Ihr habt es vielleicht auf unseren Kanälen oder auch aus der Presse schon gehört, es gab leider während dieses Spiels einen sehr, sehr tragischen Zwischenfall mit einem Fan. Und deswegen waren die letzten Tage hier beim FC Bayern auch geprägt von sehr, sehr tiefem Mitgefühl und von Trauer. Und das ist uns an dieser Stelle auch nochmal ein Anliegen, das wirklich zum Ausdruck zu bringen. Wir haben dann tatsächlich lange überlegt, ob wir diesen Vlog ausspielen sollen und uns schlussendlich dazu entschieden, es zu machen. Weil wir hier einen Fokus setzen auf das Sportliche, auf die Vorbereitung der Mannschaft und auf das Spiel. Außer Frage steht aber, dass dieses Spiel und dieser Abend für immer unter einem anderen Stern stehen wird. Ich wünsche euch aber jetzt trotzdem viel Spaß in den nächsten 14 Minuten. Ich hoffe, euch gefällt's. Training war gut. Jetzt geht's um das Spiel. Leute, wir sind wieder da. Heimspiel gegen Benfica Lissabon in der Allianz Arena. Mein Name ist Lukas, das ist der FC Bayern Vlog. Okay, die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon erkannt. Ich bin unterwegs auf dem Gelände an der Sebener Straße. Es ist Dienstag kurz vor 14 Uhr, das heißt kurz vor Champions League Abschlusstraining. Und Champions League Abschlusstraining bedeutet, dass die Journalisten aus München, Bayern, Deutschland und meistens auch noch aus dem Land des Gegners hier in die Sebener Straße kommen und nochmal die ersten 15 Minuten der abschließenden Trainingseinheit hier medial begleiten dürfen. Da schauen wir jetzt mal hin. Hier ist der Eingang auf den Hauptplatz. Wir schauen auf das Gebäude. Hier wird später dann trainiert, auch alles hinter dem Vorhang. Und dann geht es auf den Trainingsplatz, auf dem jetzt gleich das Training vor den Journalisten stattfinden wird. Hier sehen wir auch schon die angesprochenen Journalisten, die da vorne stehen und auf die Mannschaft warten. So, gehen wir ein bisschen näher ran. Die Jungs kommen alle schon langsam raus. Hört ihr es im Hintergrund? Seit Vincent Kompany hier ist, gibt es am Trainingsplatz zum Aufwärmen ein paar coole Beats. Den Jungs taugt es ganz gut, mir taugt es auch. Jetzt zeige ich euch mal die Box. Schön nah am Platz und natürlich auch schön im FC Bayern Design. So lässt sich's aufwärmen, würde ich sagen. Servus. Also hier kommen die Jungs aus der Kabine raus, direkt auf dem Trainingsplatz. Und hier seht ihr mal, wie viele Journalisten zu so einem Champions League Abschlusstraining kommen. Also einiges los an der Sebener. Diese Champions League Trainingseinheiten könnt ihr auf den FC Bayern Kanälen live verfolgen. Das wird gestreamt aus der Regie hier an der Sebener Straße. Da arbeiten die Kollegen. Schauen wir mal rein. Streaming immer in drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Spanisch. Einfach einschalten vor dem Champions League spielen, dann kriegt ihr hier die ersten 15 Minuten der Abschlusseinheit auch nochmal live mit. Jetzt sind die ersten 15 Minuten rum, ihr seht. Die Medienkollegen und Kolleginnen werden jetzt nochmal die Location wechseln. Später Nachmittag gibt es ja noch die Pressekonferenz, da sind sie natürlich auch nochmal dabei. Sind wir auch dabei. Und wir dürfen noch ein bisschen da bleiben, gehen noch auf die andere Seite. Kommen wir noch mal ein bisschen näher ran und dann geht es später für uns ins andere Gebäude. Da findet die Pressekonferenz statt. Aber jetzt schauen wir erst noch mal ein bisschen beim Training zu. Pressure is on anymore.
Über 90 Minuten Abschlusstraining vor dem Champions League-Spiel. Leute, da ist richtig Zug drin. Jetzt geht's weiter. Nächster Tagesordnungspunkt: Pressekonferenz. Viel Spaß. Kennt ihr das als solche Rolle, oder? Nur die, ja. Okay. Ja, hallo. Es ist wieder Champions League. Der FC Bayern bereitet sich auf sein viertes Spiel vor in dieser Saison. Morgen Abend zu Hause, der Allianz-Arena gegen Benfica Lissabon. Herzlich willkommen dazu jetzt. Besprechen wir alles vor. Wir schauen mal hin zunächst. Servus, ciao. Servus, hi. Also Joao, habt ihr gesehen, es ist auf der Pressekonferenz. Währenddessen hat Vinny ein Interview mit DAZN. Es ist nämlich immer so, dass der Right Holder, also der übertragende Sender beim Champions League Spiel, auch immer noch ein Einzelinterview bekommt mit dem Cheftrainer und mit dem Spieler, der auf der Pressekonferenz sitzt. Jetzt also Joao auf der Pressekonferenz, Vinny beim Interview und danach tauschen die beiden. Danach geht Vinny noch zur Pressekonferenz und Joao kommt nochmal kurz zum Interview. Und dann ist an allen Medienaktivitäten für Tag 1 Haken dran. Gut, und jetzt geht's um das Spiel. Hallo, wer möchte beginnen? Stefan Kumberger, 3-1 für Schwollands. Okay, Leute, das war's. Matchday minus 1 an der Sebener Straße. Morgen geht's weiter, morgen wird's ernst. Spieltag in der Arena. Let's go! Neblig ist es in München. Bin gespannt, wie es gleich drin auf dem Platz aussieht. Schauen wir rein. So, hier geht's in den Medienbereich. Von dort aus dann auch direkt auf den Platz. Und so sieht der Medienbereich von innen aus. Hallo, servus, grüß dich. Sorry. Ihr seht es hinter mir, noch ist alles leer, bisschen geprobt wird noch für die TV-Übertragung. Hab schon ein paar Fans vorm Stadion gesehen, lang kann es nicht mehr dauern. Aber hat tatsächlich auch was, die Arena in leichter Nebelstimmung. Also wenn man hier keinen Bock bekommt, dann weiß ich auch nicht. Hier seht ihr mal, sind die ganzen Fotografenplätze vor der Südkurve. Da setzen sich die Kollegen später hin. Unser Greenkeeper Peter Sauer richtet noch das Tor her für Manu dann zum Aufwärmen. Da seht ihr die TV-Kameras. Allerbeste Perspektive. Die Südkurve im Wohnzimmer. Besser geht's nicht, Leute. Gleich ist die Busankunft der Mannschaft hier an der Arena. Gibt uns jetzt noch mal ein paar Minuten Zeit, in die Kabine zu schauen. Jetzt geht's raus an Rasen zum Aufwärmen. Ja.
Jetzt gab es auch noch mal eine 15-minütige Anstoßverzögerung, weil die U-Bahnen heute Probleme hatten, die Fans herzubringen. Aber jetzt sind bald alle da. Geh mal hoch. Ich hab Bock. Los geht's. Mal raus. Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Notarzteinsatz hier im Stadion. Südkurve schweigt aus Respekt. Was für ein starkes Zeichen. Ja. 45 Minuten gespielt, erste Halbzeit rum. Da geht noch was. Auf geht's, Jungs. Sané mit dem Chip auf den langen Posten. Harry Kane steigt hoch. Und Musiala! Musiala! Musiala mit dem Tor! Das Kopfball ungeheuer! Jamal! Er Musiala nach 60 Minuten mit dem hochverdienten 1:0 für den FC Bayern München. Wird schon umgebaut für das NFL-Spiel am Sonntag, das hier stattfindet. Unglaublich wichtiger Heimsieg in der Champions League, ich habe es vorher schon gesagt. Aber an so einem Tag gibt es eben auch manchmal Dinge, die noch wichtiger sind als der Sport. Einige von euch, die vielleicht hier auch vor Ort waren, heute in der Allianz Arena, haben es mitbekommen. Es gab leider einen sehr, sehr traurigen Zwischenfall mit einem Fan. Was ich wirklich beeindruckend finde, ist, wie die Bayern-Familie reagiert hat. Die Südkurve hat sich dazu entschlossen, spontan einfach heute hier keine Fangesänge zu singen, der ganzen Situation einfach Respekt zu zollen. Und das ist das, wofür wir stehen. Das ist mir sein mir, das ist gelebtes mir sein mir. Das ist die Bayern-Familie. Und am Ende des Tages bleibt einfach nur zu sagen, das Allerwichtigste ist, dass ihr alle hierher kommt, dass ihr alle hier Spaß habt, dass wir zusammen Spaß haben und dass wir auch alle wieder gesund nach Hause kommen. Und wenn dann auch noch 3 Punkte im Gepäck sind, dann sind wir super froh. Aber heute gehen wir diesen Sieg, auch wenn er schön war, mit ein bisschen Demut und Mitgefühl an. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.